Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Perfect World International. Ja, ich wollte euch einfach nur mal diesen Screen zeigen, denn ja, es ist ein bisschen anders. Es ist auch ein bisschen her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und es ist scheiße früh. Wir haben 0.30 Uhr. Ich kann nicht schlafen. Es ist seit dem letzten Part von Perfect World International auch wieder zu einem Update gekommen. Es war ja ein richtiges Add-on regelrecht, und zwar The Dark Descent. Ja, beeinflussen tut das unser Gameplay jetzt 0, gar nichts. Denn Dark Descent beeinflusst eigentlich wirklich, was glaube ich da eigentlich nur, wirklich Leute des High-Level-Class, und wir mit unseren süßen kleinen Level 5 sind da ja noch gar nichts. Ich sollte vielleicht Musiker machen, das ist so langweilig. Musik. Oh, zu laut. Es gibt ja auch kein Mittelmaß in solchen Spielen. Was müssten wir eigentlich machen? Wir haben eine Truhe, die leuchtet und sagt, hey, kauf mich. Nein, halt, stopp. Falsche Quest. Ja, deine Soldaten müssen wir töten. Okay. Fliegst du bitte hin? Danke. Hui, gut, dass wir fliegen können. Nur, wo müssen wir hin? Map. Geh du mal weg. Ah, dahin. Okay. Toya, was machst du da? Jetzt flieg weiter. Tracker wieder anmachen. Warum ist der eigentlich andauernd aus? Warum ist die Musik schon wieder weg? Ah, da ist sie ja. So, mach mal die Flügel aus. Erne Soldaten? Ah, da, gut. Ich hab... Hast du ja keine Waffe drin? Tatsächlich keine Waffe drin. Warum? Wobei, eigentlich will ich das ja nicht genauer hinterfragen, warum wir keine Waffe drin haben und warum meine Maus rumzickt. So. Oh, okay. Ich darf jetzt nicht allzu laut durch die Gegend schreien, denn irgendwie tickert hier meine Maus schon wieder rum, wie so eine kleine... Mann, Maus, was ist denn mit dir? Hey Mausi, was ist los? Oh, ich habe da letztens erst wieder ein bisschen reingeguckt in Perfect World International. Hab nicht auf die Uhr geguckt, also wann ich angefangen habe zu spielen. Eigentlich ist es ziemlich egal. Hab immer wieder meinen anderen Klasse ein bisschen weiter gespielt und hab gedacht, warum nimmst du dich einfach jetzt mal ein bisschen auf, weil du eh nicht schlafen kannst. Nutze Informationen, meine Semesterferien sind vorbei und morgen beginnt am 8 Uhr die Uni wieder nach fast 2 Monaten Ferien. Egal, ich freue mich schon auf meine neuen Vorlesungen und das war ein Opferschuss. Komm, sammel ein. Münzen und Fell und wir brauchen noch 3 Stück. Wo sind wir eigentlich? Nur mal so nebenher erwähnt. Noch ein eiserner Soldat. Mir gehen die Pfeile aus. Ich habe bestimmt nur noch über 100, ne? Komm. Ja, falls es Leute gibt, die sich für die Projekte von Perfect World, also der Firma, interessieren, die haben ja mehr als nur Perfect World International. Ich habe schon das neueste Projekt von ihnen, und zwar Blacklight Repetition, bereits ein Test von gemacht, und zwar auf der Noob Gaming Company. Und vielleicht interessiert euch ja auch noch andere Spiele von denen, wie Jade Dynasty oder Forsaken World. Wobei Forsaken World könnte ich, das hat mir da ein der Zocker Jan von der Noob Gaming Company auch von erzählt hier, dass er es selbst mal gespielt hat. Also er behauptet, dass es wohl anscheinend nicht an PBE rankommen wird oder so. Also, es ist... PBE ist nun mal das Herzstück von Perfect World Entertainment und...
Ich bin offen für alle Spiele und falls es tatsächlich Leute gibt, die auch die anderen Spiele von der Perfect World Entertainment interessiert, dann mache ich dazu auch gerne Let's Plays. Also zumindest, wenn ich das denn hier endlich mal fertig habe. Ich wollte das nur mal so jetzt hier so erwähnen, weil wir hier durch die Welt eben durchlaufen und ich gerade sehe, dass ich hier immer noch weiterarbeite, obwohl ich gar nicht mehr brauche. Hüpf. Hüpf. Und hüpf. Hüpf. Und du klappst dich wieder zusammen. Oh, und diese Musik. Oh, ich hatte vorhin noch Kopfschmerzen und dann höre ich diese Musik und dann gehen die weg. Wo muss ich denn hin? Da vorne? Jo. Jo, ist klar. Ich hing fest. Gut, dass wir fliegen können, sonst hätten wir nämlich ein Problem. So, weiter geht's. Mit Vollgas zum Schmied Yu. Der sieht ja äußerst schmiedig aus. Mal gucken, wie siehst du aus, Schmied Yu? Jo, okay. Er sieht schmiedig aus, wirklich. Also dann, hallo Schmied Yu. Wir das Buch des Schmelzens, Zutaten zurückbringen. Vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Vergnügen, genau, Vergnügen. Haben wir noch Quests? Cool konsultiert den Älteste von Rovania, um die Manufakturfähigkeiten zu erhalten. Ja, da gehen wir mal hin. Das ist äußerst praktisch. Und zwar nennt man das im guten alten MMO-Jargon Crafting. Ja, Crafting, das Herstellen von Sachen aus Rohstoffen, wie in Minecraft, genau. Wie die Spitzhacke. Nein, und zwar, wo war denn der? Ich glaube, die Älteste war da hinten. Was ist das hier eigentlich? Rovalia-Exzent? Was ist das? Hab ich noch nie gesehen. Egal. Einfach weiterlaufen. So tun, als wäre da nichts und weiterlaufen. Wer ist das da? Das ist die Priesterin hat was. Der Dunkelsilberagent hat etwas für uns. Das hier, das klingt ja mal interessant. Ach, ich glaube, die sind jetzt erst, also die kenne ich nicht. Ich denke mal, sie sind mit dem Add-on dazu gekommen. Das machen wir gleich. Wir gehen eben zur Ältesten. Und dann fragen wir einfach mal den Kerl, was der von uns will. Ja. Ach, der Jungfernflug gibt's auch noch. Wir machen gleich noch die Ausbildung zum Apotheker. Ja, ich möchte nachher Apotheker werden. Das mache ich nachher. Und ja, der Jungfernflug ist tatsächlich bei den geflügelten Elfen die einfachste der Prüfungen. Es gibt in jeder, ich weiß jetzt nicht genau bei den ganz neuen, aber bei den ersten vier gibt es tatsächlich Prüfungen. Da muss man seine eigentlich Jump-Künste zeigen, aber da die geflügelten Elfen einfach fliegen können, ist das eigentlich absolut nichtig. Ja, was ist die wertvollste Gabe eines Windelfen? Was ist es? Es sind die Flügel, die uns die Götter gaben. Genau. Auf der höchsten Erhebung von Rovadia findet ihr eine Truhe. Probiert eure Flügel aus und ja, bla. Dann fliegen wir gleich auch mal nach ganz oben. War ein bisschen... Ui. Ich würde gerne nach oben. Entschuldigung. Ah, ich bin hier falsch. Wie ging's nochmal runter? Ich hab vergessen, wie es runterging. Machen wir so. Zwar müssen wir da hoch. So. Und jetzt aufsteigen. Nicht so schief. sind wir hier schon oben genug? Hier schon oben genug? Immer noch nicht oben genug? Gibt es eigentlich nach oben Grenze in diesem Spiel? Da vorne. Gut. Oh, lag. Wow. Danke, Fraps. Und landen. Und Truhe checken. Ja, das ist eine äußerst schwere Prüfung. Das Schwerste ist wirklich nach oben zu kommen und diese Truhe zu finden. Oh, ja, und darauf zu warten, dass sich dieser Ladebalken füllt. Wow. Wow. Nicht zu schnell, wirklich. Wow. Danke. Okay, dann jetzt
da es keinen Fallschaden in diesem Spiel gibt. Yay! Okay, das ist dämlich. Komm, spring. Hopp. Hopp. So, die das Ältesten wiederfinden. Da hinten. Oh mein Gott. Ob wir das in 3 Minuten und 1 Sekunde schaffen werden? Oh mein Gott, es ist so spannend. Nicht. Na, ganz im Ernst. Es war alles andere als schwer. Also die anderen Prüfungen, besonders die der Menschen, ist sehr knifflig. Wer da Probleme hat und auf diesem Server spielt, kann sich gerne mich gerne anschreiben. Also ich habe kein Problem, da jemandem zu helfen, zu zeigen, wie man da rüberkommt. Dann nehme ich das einfach eben mal schnell auf. Ja, ich nehme den hier. Das ist jetzt ein kleiner Wächterzauber. Den können wir hier oben in die... wie heißt das? Ah, ich kann es nicht mehr ablegen. In diese kleine Wächterdings. Ja, okay. Auf jeden Fall sorgt das dafür, dass wir einen kleinen Buffer haben. Also das heißt, jedes Mal, wenn die HP unter einen gewissen Grad fallen, so ungefähr hier, ja, wird eben hiervon was abgebucht und da drauf gesetzt. Ist das praktisch und ja, mehr gibt dazu nicht zu sagen. Dann gucken wir uns auch gleich mal an, was dieser... Was hast du hier noch? Geht's noch um die anderen? Quests? Lernen für... Ach so, es geht noch darum, dass wir die Manufakturgeschichte damit erklären müssen. Sie sagt jetzt, ihr könnt was lernen, blablabla. So, jetzt kümmern wir uns mal mit dem Silberagenten. Ich bin jetzt mal selbst gespannt, was der sagt. Kommt her, Krieger, und holt euch eure Belohnung ab. Ich biete Dunkelsilberlisten jeden an, die Level 5, 15, 25, sowie der spirituelle Adept von Prinzip wissen und von der Harmonie wissen erreicht haben. Wer über 30 ist, geht leer aus. Was? Cool. Glückwunsch, ihr habt Level 5 erreicht. Als Ansporn erhaltet ihr von mir eine magische Dunkelsilberkiste. Was in ihr ist, hängt von eurem Glück ab. Ich nehm's. Cool. Danke. Was ist da drin? Eine Dunkelsilberkiste. Öffne mit Rechtsklick. Esoterika-Übung. Wird beim Tod... What the? Erhaltet beim Töten der Monster einen 50% Bonus von XP und Nox Dauer 1 Stunde. Dauert das Buff beim Aus... Cool. Das ist cool. Das gefällt mir. Also, das gefällt mir wirklich. Kann ich das da anlegen? Cool. Was macht das eigentlich? Physischer Angriff plus 10. Okay. Nehme ich gerne an. Cool. Danke. Ich komme mit Level 10 wieder, ne? Oder 15? Egal, ich komme wieder. Ja, jetzt hat die Priesterin noch eine Quest für uns. Also, das ist cool. Das nehme ich für den nächsten Part rein. Dann mache ich so einen Stundenpart oder so. Nehme ich 2 Parts auf oder so. Quest. Es gibt noch viel zu tun. Gefahr aus dem See. Der Werfbesitzer sieht eine Belohnung für alle, die die Flutenschwertkröten im See beseitigen. Okay. Überlass die Sache mir. Und was haben wir noch? Beseitigt die Kaktoiden. Der Händler der Stadt verloren, der Verlorenen, das sind zwar nicht bewusst, aber, okay, ja. Kaktoiden kaputt machen und Blutschwertkröten nöten. Jetzt suchen wir eben noch den Apotheker auf und nehmen die Quest von ihm oder ihr. Auf jeden Fall es. Wo müssen wir hin? Ja, vielen Dank, dass du weißt, wo du hin musst, Toya. Dass du immer fliegen musst. Ich wusste nicht, dass du so fluglahm bist. Flug auf jeden Fall am Zielort beenden. Ich bin zu faul, da drauf zu drücken. Boah, schon wieder so lag. Okay, es wird jetzt blöd, wenn jetzt nachher deswegen der Sound asynchron ist. Falls es so ist, entschuldige ich mich dafür. Landen. Lande. Du sollst nicht dagegen fliegen. Gut, das funktioniert wenigstens. Ja, ich möchte gerne Apotheker werden. Die Apothekerfähigkeit dient dazu, Tränke oder Zauber herzustellen. Lass keine Pflanzen oder Gräser an der Welt links liegen, obwohl sie zu klein sind, besitzen die beachtliche Kräfte. Danke. Ja, sie möchte jetzt Salbeiwurzeln haben. Und um Salbeiwurzeln abzuernten, blättern wir erstmal rechts durch die Tastleiste, gehen wir eben ins Inventar. Dafür brauchen wir die Spitzhacke.
Warum auch immer. Ja, ich werde jetzt eben noch schnell was verkaufen. Ich mache ihn jetzt offscreen. Nee, nee, seh ich nicht an. Nee. Ich möchte was verkaufen. Waren, danke. Dieses Ding hier brauchen wir nicht. Das Ding ist, läuft eh in 19 Tagen aus. Das ist nichts. Das ist auch nicht das Wahre. Das ist ebenfalls nicht das Wahre. Das auch nicht. Das ist zum Verkaufen da. Das ebenfalls. Ich habe keine Schleuder. Das kann auch weg. Das bist du? Das wird auch nicht besser sein als alles, was wir haben. Verkaufen. Ja, cool. Was hast du denn so? Ah, Tränke. Was haben wir denn so? Mana-Tränke. Leichter Mana-Trank. Hast du sowas auch? Super. Den hätte ich gerne. 3. Danke. Gut. Kaufen. Gut, haben wir ein paar Mana-Tränke. Schmeißen wir hier mal die Heiltränke und den Mana-Trank rein. So. Okay. Bro, aber ich glaube, das war's auch. Ich hab gar nichts erreicht in diesem Part, ey. Wie spät haben wir's denn? Ja, ich habe schon ein bisschen aufgenommen. Ich würde sagen, das reicht für den nächsten Part. Im nächsten Part sammeln wir Salbeiwurzeln und anderes Gegrün. Und benötigen Kaktoiden und komische Kröten. Bis dann. Ciao.